Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu meinem, ja, mittlerweile, ich weiß das gar nicht, Freunde, das ist das 175. Video oder so, ich sag mittlerweile schon. Ja, ich wollte euch nur ganz kurz irgendwas zeigen. Ja, hier sieht man das ist meine Tastatur, Freunde, das habe ich euch ja auch immer verlinkt in der Videobeschreibung, aber darum soll es heute nicht gehen. Und zwar geht das heute um meine neue Maus, Freunde, das wollte ich euch zeigen. Das ist eine Maus von Rockert, ist das. Hier sieht man die. Das ist XTD, ist das Modell. Und ja, ich wollte da jetzt auch nicht mit angeben oder wer weiß was. Und da rumprahlen, wie ist das, Freunde? Das ist nicht mein Ding. Das geht hier wirklich nur darum. Ich wollte mich in diesem Sinne bei euch auch mal bedanken, weil ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Das ist ja nun nicht ganz billig, so eine Maus. Das kann ich ja nicht eben aus der Portokasse bezahlen, sag ich mal. Und da habt ihr einen ganz, ganz großen Teil zu beigetragen, sag ich mal. Also wirklich, ohne euch könnte ich mir das ja gar nicht leisten. Und ihr wisst ja, Freunde, wenn ich ein bisschen was verdiene bei YouTube, dann tue ich das auch immer wieder rein investieren. Ich butter das wieder rein, dass ich mir hier so ein bisschen bessere Ausstattung kriege. Und ja, dass ich vielleicht auch mit so einer Maus dementsprechend auch so ein bisschen besser werde. Wobei, das ist wahrscheinlich, denke ich mal nicht, dass ich irgendwie was noch bewirbt bei mir. Aber ich kann ganz kurz ja mal irgendwas sagen zu der Maus. Also mir gefällt das super gut. Ich hatte ja vorher eine Maus. Ja, das war auch, die war auch nicht schlecht, ne? Aber das ist jetzt wirklich ein Topmodell, sag ich mal. Und ich glaube sogar, dass das Rockert, die Firma, die sitzt auch in Deutschland hier, meine ich. Ja, auf jeden Fall, ich habe eine Top-Maus, Freunde. Ich habe die jetzt 2 Tage in Betrieb hier und dementsprechend kommen natürlich auch einige Let's Plays demnächst noch. Und da freue ich mich natürlich mit der neuen Maus, dass ich das alles eben ausprobieren kann. Ja, Freunde, dann soll es von mir auch erstmal wieder gewesen sein. Ich wollte euch das nur im Zeigen, Freunde. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann froh, munter und gesund natürlich beim nächsten Video wieder. Vergesst nie, zum Zocken ist man nie zu alt. Euer Wilhelm.